Der private Erfolg kommt vor dem öffentlichen Erfolg. Was meine ich mit privatem Erfolg? Der private Erfolg ist die Innenarbeit. Das heißt, bevor wir irgendwelche Social Skills lernen, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man richtig kommuniziert, wie man erfolgreich mit anderen Menschen in Beziehung tritt oder wie man irgendwas erreicht im Äußeren, müssen wir erstmal an uns selbst, an unserem eigenen Erfolg arbeiten, am Erfolg in uns selbst, der nichts mit den anderen Menschen direkt zu tun hat, sondern nur indirekt. Quasi an unseren Reaktionen auf Umstände, an denen Dingen müssen wir arbeiten. Und die meisten Menschen versuchen eigentlich fast ausschließlich am öffentlichen Erfolg zu arbeiten. Das heißt, die versuchen einfach anderen zu gefallen, irgendwelchen Idealen zu entsprechen. Und wenn sie erkennen, dass sie diesen Idealen nicht gerecht werden, dann fühlen sie sich schlecht dabei, lassen sich also von äußeren Umständen sehr stark hin und her schwanken. Also wie so die Blätter im Wind. Das Blatt, das keine Chance hat, dem Wind zu entweichen, das muss quasi mitgehen, weil es Angriffsfläche bietet. Es hat also keine innere Stabilität sozusagen, um dem zu widerstehen. Oftmals ist es so, dass dieser erste Moment, wenn wir versuchen, irgendwas zu erreichen, dass der sich gut anfühlt. Das heißt, wir uns wird von außen wird irgendwas an uns herangetragen, wo wir dann eventuell auch irgendwann meinen, dass es unser eigener Wert ist, unsere eigene Vorstellung, dass wir das wirklich selbst wollen. Aber in Wirklichkeit haben wir einfach durch jahrelangen Medienkonsum oder die Erziehung das einfach übernommen. Und dann versuchen wir daran zu arbeiten, aber denken, es wäre privater Erfolg, aber es ist eigentlich der öffentliche Erfolg, an dem wir arbeiten, weil es nichts ist, was wir tief in uns, was uns tief bewegt, sondern eher was uns im Außen bewegt, ne, sozusagen, oder was die Außenwelt bewegt. Und wir wissen das aber nicht. Wir sind so quasi überlagert von diesen ganzen äußeren Einflüssen, dass wir diesen Unterschied nicht erkennen. Und dann arbeiten und arbeiten wir und arbeiten wir dran. Und am Ende bekommen wir nicht genau die Anerkennung, die wir dafür wollen. Oder selbst wenn wir diese Anerkennung erhalten, fühlt sie sich nicht gut und erfüllend an. Und dann kommen wir zur Einsicht, warum, wofür habe ich das eigentlich gemacht? Dann kommt so eine Phase wie: Das ist doch alles sinnlos, völliger Quatsch. Warum habe ich denn das gemacht? So ein Scheiß. Jetzt dachte ich, das würde irgendwas bewirken und guck da, niemand achtet drauf, hin und her. Also es gibt viele Varianten, aber ihr wisst, denke ich, was ich damit meine. Und dann fällt man wieder ein bisschen zurück. Und kommt vielleicht in eine Phase, in der man komplett motivationslos ist und einfach nicht weiß, woran es liegt. Und dann gibt es so ein Mittelding, wo man schon ein bisschen erkennt, was man wirklich will. Man arbeitet an wirklichen inneren Werten oder hat die schon so ein bisschen, hat quasi von der Oberfläche so ein bisschen diesen Sand des öffentlichen Erfolges abgekratzt und sieht schon so ein paar Werte, woran die einem wichtig sind. Und dann kann man schon Wege gehen oder antreten, die mehr mit einem selbst zu tun haben, die also mehr am inneren, am persönlichen Erfolg arbeiten. Aber da schwingt, da wir, wie gesagt, in einer modernen Gesellschaft leben, wo wir eigentlich von Radio, Fernsehen, Zeitung, Eltern, Gesellschaft, Hollywood ja dauernd irgendwas eingetrichtert bekommen und wo es einfach schwer ist, wenn man sich dem nicht komplett entsagt und sagt, ich schmeiß jetzt den Fernseher raus, ich guck null auf Facebook, ich guck keine Nachrichten. Also wenn man das will, oder ich lasse auch in meinen so ich ziehe auch irgendwo hin, wo es nur spirituell Erleuchtete gibt, die das genauso machen. Und das wollen viele nicht. Ich will das auch nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn man eben diese Einflüsse zulässt im Leben, aber trotzdem auf die Innenreise, auf die spirituelle Reise sich begibt, gibt es natürlich immer die Gefahr, dass neben dieser inneren Motivation auch die äußere Motivation doch noch ein bisschen mitschwingt. Und dann passiert es, dass wir irgendwas erreicht haben, was zwar mit unseren inneren Werten, ja, wie sagt man,
zusammenpasst, aber dass wir am Ende dann trotzdem noch darauf gucken, was jetzt andere dazu sagen und ob das andere jetzt nun toll finden oder ob man dafür Anerkennung bekommt oder Bewunderung. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass andere das gar nicht interessiert, dann fühlt man doch so einen kleinen Drang dazu zu denken, ach Gott, wozu habe ich es jetzt eigentlich gemacht? War das jetzt wirklich mein Innerstes, was ich ausgelebt habe? Oder war es doch zu sehr das, was andere wollen? Da kommt man dann auch in diesen Zwiespalt und fragt sich. Aber der Unterschied ist, man weiß, dass man teilweise am inneren Erfolg arbeitet. Man ist also parallel zu dem, was man tut, immer auf der Reise nach innen und entdeckt sich immer mehr und mehr. Das heißt, das entfaltet sich immer mehr. Und diese Phasen, wo man dann unsicher ist, die werden sehr kurz. Und die sind auch nicht so, dass sie 100% schlecht und besorgniserregend sind, sondern dieses Besorgnis, ach, was denken jetzt andere von mir, finden die das toll, was ich jetzt gemacht habe, das sind ja nur die 20%. Und je mehr man diesen Weg geht, je öfter man neue Dinge anpackt und dann wieder was erreicht und dann wieder denkt, ach, was sagen andere dazu und wieder denkt, ach, ich bekomme ja gar keine Reaktion. Ah, aber dann kommt man wieder zurück zu seinen 80%, die man für sich selbst getan hat und kommt dann sehr schnell wieder auf den richtigen Weg. Und diese Phasen werden sehr kurz und tun einen quasi nur ganz leicht abbringen vom Weg. Nur kurz eine verwirrte Phase einlegen sozusagen. Also diese Dinge legen dir kurz eine verwirrte Phase ins Gehirn und dann geht es aber auch sehr schnell wieder weg. Und die geben dir sogar einen Push der Klarheit. Das heißt, dadurch, dass man dann erkennt, dass diese 20% doch noch dort da waren, werden es beim nächsten Mal vielleicht nur 10%, die man da noch die Dinge für die Außenwelt tut und nicht für sich selbst. Also, es ist einfach sehr, sehr wichtig, sich klar zu machen, wofür man Dinge tut. Und wenn man sich noch nie über Spiritualität und die eigenen Werte Gedanken gemacht hat, bitte nicht erwarten, dass die Dinge, die man tut, wirklich die Dinge sind, die man will, sondern eher erwarten, dass es eben die Dinge sind, die man nicht wirklich selbst will, sondern die andere von einem wollen und die man denkt, dass man sie selbst will. Aber es ist nicht so. Also bitte auf die Innenreise gehen. Natürlich das Leben weiterleben, die Dinge tun, die man tut. Jetzt nicht einfach abbrechen, Job abbrechen, Schule abbrechen oder einfach denken, oh, ich muss jetzt erstmal ein Jahr da sitzen und auf eine Innenreise gehen, was ich wirklich will. Nein, parallel, diese äußeren Dinge, die geben einem immer die Gelegenheit, diese Herausforderungen des Lebens, das sind die Gelegenheiten, wo man diese Innenwelt entdecken kann. Man muss es nur zulassen. Man darf nicht nach Hause kommen und sich vor den PC setzen, weil man spürt, da kommt was hoch und einen Fernseher anschalten und sich dann wieder quasi berieseln lassen und das Ganze wieder überdecken lassen, wieder quasi zustampfen lassen. Und dann wundert man sich, dass nach 10 Jahren man irgendeine psychische Krankheit bekommt oder irgendwie vielleicht kriminell gewalttätig wird oder irgendwie es aus einem rausplatzt oder dass irgendwelche dauerhaften Dinge wie Freundschaften oder mit der Familie irgendwas auf Dauer nicht läuft. Das ist alles ein Symptom davon. Man muss wirklich erkennen und das zulassen, dass Dinge hochkommen und damit man eben sich selbst kennenlernt und weiß, was man wirklich will und wirklich die richtigen Dinge tut und an dem privaten Erfolg arbeitet. Und wenn man am privaten Erfolg so weit gearbeitet hat, an dem arbeitet man natürlich immer. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt so lange am privaten Erfolg gearbeitet, jetzt komme ich zum öffentlichen Erfolg. So, man arbeitet immer weiter. Aber es gibt einen gewissen Grad, wenn man eine gewisse Stabilität im persönlichen Erfolg erreicht hat, in seinem Innenleben, gewisse Werte schon sicher für sich selbst festgestellt hat, dann kann man auch aktiv an öffentlichem Erfolg arbeiten, an Geben. Also das, was man im Inneren sich erarbeitet hat oder was man entwickelt hat, seine Persönlichkeit, die kann man dann auch, die gibt man natürlich auch immer, wenn man interagiert, aber die kann man dann auch wirklich aktiv, proaktiv, kann man anderen Menschen dann versuchen zu helfen. Durch was auch immer. Zum Beispiel ein YouTube-Video oder ein Buch oder einfach nur dem engsten Familienkreis mal ein paar Bücher schenken, die einem selbst geholfen haben. Das kann man natürlich auch vorher schon machen. Aber ich rede jetzt natürlich auch von diesem Unterschwelligen, von der Interaktion, von diesem Frieden, dieser inneren Stabilität, die einfach auch bei einer Interaktion mitschwingt. Zum Beispiel. Und dann gibt es noch ein schönes Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe. Das ist: From having to doing to being. Das sind diese Stationen. From having, man hat etwas, man besitzt etwas. Das ist sehr äußerlich. Ja? Besitztum,
Anerkennung, dass man etwas hat. Man konnte sich mit Geld etwas kaufen. Das ist das Haben. Und das ist so diese unterste Ebene sozusagen, das Haben. Leute, die sich sehr mit dem identifizieren, was sie haben, wie sie aussehen, was für Klamotten sie haben, ob sie starke Muckis haben. Also, das ist alles Having. Ob sie in einer coolen Wohnung wohnen, ob sie eine hübsche Freundin haben, ob sie einen hübschen Freund haben und so weiter. Dann kommt Doing, from Having to Doing. Das ist das, was man tut. Da identifiziert man sich dann mehr mit dem, was man tut, was man anpackt, die Action, die man quasi, ja, die man in Angriff nimmt, die einem auf den Weg bringen, seinen eigenen Werten und seinen eigenen Zielen treu zu werden und vielleicht auch treu zu bleiben dann. Also Dinge, die man gibt, Dinge, die man tut, die man einfach anpackt. Also da identifiziert man sich mit dem, was man hat, sondern mit dem, was man tut. Und dann Being, from Having to Doing to Being. Dann identifiziert man sich mit dem Sein, mit seinem innersten Wesenskern. Nicht mit dem, was man hat, was man tut, wie toll man ist, dass man dreimal die Woche zum Yoga geht oder was weiß ich, sondern mit dem Being, das, was man in seiner tiefsten Essenz ist, als Person, ohne diese äußere Schale, sondern das echte Verletzliche, das ist das Being, das Sein. Und wenn man sich mit dem identifiziert, dann ist man quasi auf einer spirituell sehr hohen Ebene und kann ja viel Frieden, viel Freude ausstrahlen. Und man sollte jetzt nicht denken, dass man irgendwann bei diesem Stadium ist, wo man einfach sein kann und nichts mehr machen muss. Das Leben ist eine Reise und es geht darum, nicht sich ein Ziel zu setzen und dann zu sagen, bis dahin will ich das haben. Nein, es geht um den Prozess, dass du auf dem Weg dahin bist, dass du dich weiterentwickelst. Natürlich kann man in der äußeren Welt auch Ziele haben und sagen, bis dahin will ich das und das geschafft haben. Aber auf dieser tieferen, spirituelleren Ebene, die der anderen Ebene vorausgeht, die Grundlage für diese andere Ebene ist, auf dieser wichtigeren Ebene, geht es darum, einfach immer dem Prozess zu folgen. Man sollte sich mit dem Prozess identifizieren und nicht mit dem, was man dann erreicht. Weil man kann auch dieses Being, kann auch wieder in Having umschwingen, indem man einfach sagt, oh, jetzt bin ich so spirituell erleuchtet und dann ist es wieder Having oder Doing. Oh, ich meditiere jeden Tag. Oh, ich habe das und das erreicht. Guck, was die Leute für Reaktionen auf meine Videos, auf meine Bücher haben. Das ist wieder das Having und Doing. Also man muss da vorsichtig sein. Es ist eine lebenslange Reise und man sollte sich dessen einfach bewusst sein. Und deswegen finde ich das ein super Zitat. From Having to Doing to Being. Und ich kriege ganz viele Nachrichten. Ich hoffe, das stört nicht zu arg. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Video. Ciao.